Da ist eine Elchmama mit ihren zwei Kälbern. Und ich habe noch mein Weitwinkelobjektiv. Naja, aber es ist schön, sie anzugucken. Wir passen, oh Gott, diese Woche auf einen sogenannten Smobrig, auf einen kleinen Bauernhof auf, in der Nähe von Stantia. Und jetzt haben wir unseren ganzen Kram hier. Und scheinbar ist ein besonderes Feature dieser Wohnung, Moment, dass man Elche von Haus aus sehen kann. Das ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, was wir noch so zu sehen kriegen. Während wir jetzt auf den kleinen Bauernhof aufpassen, dachte ich, dass ich ein bisschen über Kulturschocks rede. Und zwar Kulturschocks, die ich vielleicht zuerst bekommen habe, als ich nach Norwegen gekommen bin. Da würde ich aber nicht so richtig schockierend nennen, glaube ich. Und Kulturschocks, die ich bekommen habe, als ich jetzt nach anderthalb Jahren Norwegen am Stück wieder nach Deutschland zurückgekommen bin. Und da hat mich überraschenderweise schon einiges schockiert. Was das war, möchte ich euch in diesem Video erzählen. Jetzt bin ich hier beim Himbeerpflücken, was noch davon übrig ist, im September. Und einer der Kulturschocks, die ich bekommen habe, als ich damals nach Norwegen gegangen bin, ist erstmal einfach, dass die Kultur nicht exakt dieselbe ist. Man geht ja davon aus, ja, ja, Europa, wenn wir jetzt nach Holland gehen oder so, die Leute sind nicht so anders. Wenn man nach Dänemark geht, die Leute sind nicht so anders. Norwegen. Habe ich jetzt auch gedacht. So ist es irgendwie auch hauptsächlich, aber nicht nur. Ich habe nämlich das Gefühl, als wären die Norweger irgendwie insgesamt so positiver und freundlicher und irgendwie auch so offen zu Fremden, wenn es nur um Smalltalk geht. Allerdings gibt es eben kleine Unterschiede, wie zum Beispiel, dass man vor dem Essen nicht guten Appetit sagt, sondern dass man nach dem Essen einfach nur Danke fürs Essen, Tag vom Markt oder Tag vom Markten sagt. Es wirkt ein bisschen komisch, wenn man jemanden bekocht hat und dann fängt die Person einfach an zu essen, ohne irgendwas gesagt zu haben. Für uns wirkt das halt so unfreundlich, aber hier ist es halt ganz normal und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ich glaube, die ist noch nicht richtig reif. Ein anderer Kulturschock, den ich vielleicht ein bisschen bekommen habe, als ich nach Norwegen gekommen bin, ist, dass es eben so eine Hüttenkultur gibt. Darüber habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Ich lasse das hier oben irgendwo aufpoppen. Das gibt es bei uns ja in dem Sinne gar nicht, aber auf jeden Fall nicht vergleichbar. Was ich sehr nett finde, also irgendwie jeder dritte Norweger hat Zugang zu einer Hütte, glaube ich. Und die Leute leben allgemein viel näher an der Natur. Also es ist extrem üblich, dass man sonntags spazieren geht. Und jeder, der in Norwegen mal wandern war, hat gemerkt, dass wenn die Wanderwege so mittel oder einfach oder so sagen, dann meinen die das in ihrer eigenen Liga. Die Leute hier gehen sehr viel spazieren. Der Durchschnitt ist sehr trainiert. Also, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man sieht sehr viele ziemlich gut trainierte, auch ältere Leute, die man so in Deutschland vielleicht nicht sehen würde. Auf jeden Fall nicht in der Menge. Ach, Regen. Und dann ist mir aufgefallen, dass man in Norwegen irgendwie scheinbar sehr so kumpelig miteinander ist. Also ist ja bekannt, dass man sich in Skandinavien eigentlich nie sieht, sondern nur duzt. Man könnte vielleicht zum Beispiel in Norwegen den König duzen, aber das ist auch so optional quasi und das, ja. Also im Regelfall duzen sich alle. Ich habe das Gefühl, als wäre das generell eher so eine freundliche, offene, nette Kultur. Also zum Beispiel, als ich noch studiert habe, die Dozenten und auch so die Betreuer bei der Masterarbeit und sowas waren alle super freundlich. Jetzt die Leute auf der Arbeit sind alle super freundlich und so kumpelig und nicht so autoritär. Und es ist ja nicht so, als würde man nicht unterscheiden können oder sowas, sondern ich habe einfach das Gefühl, als wäre es sehr einfach, in den Dialog zu kommen mit den Leuten und als müsste man keine Angst oder so haben, sondern man hat einfach so ein nettes Miteinander. Also jetzt habe ich noch nicht so extrem viel Erfahrung damit, aber jetzt bin ich zumindest schon ein halbes Jahr im Beruf. Und da kriegt man ja auch schon
genug Eindrücke auf jeden Fall, um zu sagen, wie die Leute so ungefähr drauf sind. Dann ist es auch so, dass die Leute in Norwegen irgendwie ein ganz anderes so Partyverhalten haben. Also es wird gesagt, wenn Norweger trinken, dann ist das nicht so wie bei uns in Deutschland, dass sie einfach, weiß ich nicht, jeden Abend ein Bierchen oder sowas nehmen, sondern dass es eher so ist, eigentlich wird sehr wenig getrunken und dann plötzlich, wenn ein Fest oder ein Wochenende oder sowas kommt, wo was los ist, dann wupp, geben sich alle die Kante so ungefähr und danach ist wieder gar nichts. Das ist mir auch beim meinem Studentendasein irgendwie oft aufgefallen, dass es oft so war, dass man plötzlich irgendwo mitten am Tag, 16 Uhr oder sowas, eine Party hat, die aber um 19 Uhr sofort wieder vorbei ist. Bei uns ist das ja ein bisschen anders, also bei uns wird ja gerne auch in die Nacht reingefeiert, hier irgendwie auch, aber die offiziellen Partys hören eigentlich immer ziemlich früh auf, also vielleicht so Mitternacht, 1 Uhr oder sowas, und länger geht auch gar nicht. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen davon, aber das ist, hier geht es um die Regel. Was es dafür hier gibt, ist wie bei uns auch das Vorglühen, das heißt lustigerweise Vorspiel, und es wird auch Vorsch genannt, das ist wirklich das deutsche Wort Vorspiel. Und das Feiern zu Hause nach der eigentlichen Feier ist das Nachspiel. ja, also in dem Sinne wird dann doch länger gefeiert, aber so die offiziellen Feiern gehen halt begrenzt lange. Ja. Außerdem merkt sich das ganze Trinkverhalten auch an den Preisen, natürlich im Supermarkt und so. Alkohol ist super teuer, Süßigkeiten sind super teuer. Es gibt ja die von mir schon mal erwähnte Alkohol- und Zuckersteuer. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, den man stark merkt, wenn auf einmal so eine billige Dose Bier halt nicht irgendwie 35 Cent kostet, sondern 3 Euro. Aber vielleicht ist das auch ein Teil dessen, warum die Norweger weniger trinken. Und das ist tatsächlich auch so gewollt. Also die Preise sind so hoch, um die Leute davon abzuschrecken, so viel zu trinken. Und es scheint zu funktionieren, wenn man sich die Statistiken für das ganze Land anguckt. Ich werde mich jetzt verziehen. Es regnet. Es regnet die ganze Zeit hier gerade. Das ist mir sehr ein bisschen zu nass. Das ist übrigens auch noch eine Sache. Man gewöhnt sich sehr daran, schlechtes Wetter besser hinzunehmen. Und das finde ich gar nicht mal so schlimm, sondern das ist einfach tatsächlich was Positives, weil man einfach öfter draußen ist. Und wie gesagt, die Leute sind oft draußen, obwohl das Wetter bekanntermaßen oft schlecht ist. Ja, es ist eine Gewöhnungssache. Heute wollte ich eigentlich noch über die Kulturschocks reden, die ich in Deutschland bekommen habe, als ich wieder zurückgefahren bin. Aber jetzt habe ich gerade zweite Dose Corona-Impfung bekommen und ich bin total fertig. Meine Güte, das ist überraschend stark. Natürlich an dem Tag, wo ich so fertig bin, sieht das Wetter viel besser aus. Naja, gibt noch mehr Tage, habe ich gehört. Okay, Tag 2 nach der Corona-Impfung. Nummer 2 und ich bin immer noch ziemlich ausgenockt, aber es geht mir schon wieder gut genug, um auf jeden Fall ein bisschen mit dem Video weiterzumachen. Und jetzt wollte ich darüber erzählen, was für Kulturschocks ich in Deutschland bekommen habe, nachdem ich jetzt anderthalb Jahre in Norwegen gelebt habe, auch wegen Corona natürlich, also am Stück. Ich war nicht ein einziges Mal in Deutschland und ja, das hat es für mich noch nie gegeben. Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist in Deutschland, ist, man braucht überall Bargeld. In Norwegen ist, wie ich schon mal gesagt habe, einfach alles digital. In Deutschland ist das ja nicht so. In Deutschland braucht man ja gerne mal Bargeld für viele Kleinigkeiten wie ja, Beträge unter 5 Euro oder den Bäcker oder Bus oder sonstiges. In Norwegen ist das tatsächlich alles digital. Also man kann sicherlich auch hier und da mal mit Bargeld bezahlen. Aber vielleicht um zu unterstreichen, wie wenig Bargeld man hier wirklich braucht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mit Bargeld bezahlt habe in Norwegen, war 2018. Ja. Und also, es ist nicht so, als wäre ich keinen Bus oder so gefahren, sondern man braucht es einfach nicht. Man kann alles digital bezahlen. Oft gibt es Apps dafür, aber man kann auch sonst fast alles mit Karte bezahlen. Das hat mich dann in Deutschland ein bisschen schockiert, dass ich zurück zu einem schweren Portemonnaie musste, zurück zu einer ausgiebigen Sammlung an verschiedenen Geldmünzen, die einfach auf einmal so unnötig vorkamen, weil das irgendwas ist. Vorher bin ich ohne ausgekommen und jetzt plötzlich brauchte ich mein schweres, dickes, klobiges Portemonnaie, was mir schnell im Weg war. Das hat mich ein bisschen so getroffen, ist ja falsch, aber das habe ich gemerkt.
Dann als zweite Sache. Ich habe es sehr schnell bemerkt, direkt nach dem Flughafen so ungefähr, dass man relativ überall Zigarettenrauch in Deutschland riechen kann. Also, ja, nicht überall, schon klar. Wenn man so durch eine Großstadt geht, dann riecht man das relativ regelmäßig, sag ich mal so. Und in Norwegen raucht fast niemand mehr. Das sind, wenn dann so die älteren Generationen, die das machen. Also Jüngere, die rauchen, sind wahrscheinlich die absolute Rarität hier. Stattdessen gibt es Snus. Das sind so kleine Tabakbeutelchen, die man sich so unter die Lippe steckt. Und die sind auch super unauffällig. Also vielleicht, wenn man ein Auge dafür entwickelt, dann sieht man eine kleine Delle in der Lippe oder so. Aber ja, und dadurch riecht man halt nie was. Und die sind scheinbar sehr beliebt. Also man sieht öfter mal, dass Leute sich was reinstecken oder rausholen oder so. Ja, ich glaube, in Europa ist der Verkauf von Snus nicht erlaubt, außer in Schweden, weil die einfach gesagt haben, nee, wir verbieten das jetzt nicht. Ja, aber dann war es auf jeden Fall ein bisschen, es hat sich ein bisschen rückschrittlich, ehrlich gesagt, angefühlt, in Deutschland wieder Zigarettenrauch zu riechen. Weil das dann so, es gibt den Leuten ja sicherlich denselben Kick, wie die Leute von Snus hier kriegen. Bloß, dass einem das dann so aufgedrängt wird, selbst wenn man es gar nicht möchte. Die Wolke kommt zu dir und dann denkst du, oh, ja, geil, danke. Mir war ja klar, dass das so kommen wird, aber es war also ein bisschen so überraschend. So, oh ja, so viel wird hier geraucht. Wow. Ja. Dann Kulturschock ist vielleicht ein bisschen hart. Aber Kulturschock Nummer 3, den ich in Deutschland bekommen habe. Alkohol ist extrem leicht zugänglich in fast allen Läden. Es ist super günstig und man sieht sehr viele Leute, die mit Alkohol rumrennen. Nicht unbedingt super viel Betrunkene oder so. Also ich glaube, hier sieht man eh nicht viel Betrunkene, weil die halt, wie ich schon mal gesagt habe, eher so stoßartig zu feiern und sowas trinken und dann tauchen sie halt hier und da mal auf. Aber man sieht fast nie Leute auf der Straße trinken. Also wahrscheinlich auch, weil es hier verboten ist, auf der Straße zu trinken. Das heißt ja nicht, dass die Leute es unbedingt befolgen. Aber tatsächlich ist es so, dass sie es machen. Und es war einfach ein bisschen schockierend, wie leicht und günstig man in Deutschland an Alkohol kommt. Also man kann sich ja in Deutschland für wahrscheinlich einen Fünfer richtig die Kante geben, so ungefähr. Das ist hier absolut unmöglich. Also so sehr man das auch möchte, das geht aber nicht. In Deutschland kriegt man Alkohol ja wirklich an der Tanke, im Netto, im Rewe, überall. Und hier gibt es in normalen Lebensmittelläden Alkohol, also mit Alkohol meine ich dann tatsächlich nur Bier oder Cider oder ja, sowas ähnliches. Das kann man unter der Woche irgendwie zwischen 10 Uhr morgens und 20 Uhr abends und am Wochenende zwischen 10 Uhr morgens und 6 Uhr abends kaufen. Der Gedanke ist halt, damit man nicht noch nachkauft, wenn man schon getrunken hat. Daran gewöhnt man sich auch ziemlich schnell, dass man halt nach den Uhrzeiten eh kein Bier mehr kriegt oder so. Also ich habe jetzt nicht viel getrunken, aber manchmal dachte ich schon so, ja, wäre schon noch, ach nee, ist ja schon nach 6 Uhr, ja, so wichtig ist auch nicht. Also das System funktioniert scheinbar ganz gut. Und wenn man härteren Alkohol möchte, dann muss man in quasi einen Liquor Store gehen, also so einen Laden, der sich darauf spezialisiert hat, dass er Alkohol verkauft. Und das ist auch der einzige, der das in Norwegen darf, also die Kette. Und die heißt Wien Monopoler. Ja, und das ist wie das, was man vielleicht aus amerikanischen Filmen kennt, wo sie dann so in so einen Alkoholladen gehen und dann mit so einer braunen Tüte rauskommen. Also man muss hier nicht die Flasche verstecken oder so, aber in dem Laden gibt es halt ausschließlich Alkohol. Der Alkohol ist hier natürlich teurer als in Deutschland. Also so eine Flasche Wein fängt vielleicht bei so, ja, um die 10 Euro an. In Deutschland ist das ja nicht so. Und man kann auch sehr viel pro Flasche da lassen. Was ich aber ganz schön finde, ist, wenn man denn tatsächlich so selten Alkohol trinkt und den Alkohol dann mal genießen möchte, sich irgendwie was Schönes kaufen, dann ist die Auswahl in diesen Läden immer sehr gut. Also die sind ja immer gut ausgestattet mit allem Möglichen, von Whisky über Wein, über Bier und Craft Beer und alles. Den Unterschied habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass man in Deutschland überall Alkohol rumstehen sehen hat. Und es war so, oh ja, wenn ich wollte, könnte ich jetzt einfach so für ein Zehntel von dem, was ich gewohnt bin, um 9:30 abends diese Flasche Wein kaufen oder so. Das war, ja, interessant zu erleben. Und auch sehr interessant, dass man, obwohl ich mit den ganzen Sachen aufgewachsen bin, sie jetzt komisch fand. Nach anderthalb Jahren zusammenhängender Abwesenheit aus dem Land. Dann vielleicht noch ein
vierten Mini-Kulturschock. In Deutschland gibt es ja Bäcker an jeder Ecke so ungefähr. Und das finde ich absolut genial. Hier gibt es das leider überhaupt nicht. Also man kriegt Backwaren im normalen Einkaufsladen, so einer ja, Einkauf, wie heißt es denn, Aufbacktheke oder wie sich das nennt. Bäckereien gibt es wahrscheinlich, wenn überhaupt, eine Handvoll. Irgendwie einen in Trondheim, einen in Oslo und sicherlich noch welche, die ich jetzt nicht kenne. Aber das war es so ungefähr. Und da gibt es auch nicht dieselbe Auswahl, die man bei uns kriegen würde. Also enttäuschend, mit anderen Worten. Ja, es war sehr schön, in Deutschland wieder zu Bäckereien gehen zu können. Das, ja, ein kleiner Bonus. Okay, und letztendlich, falls euch das Video irgendwie gefallen hat, falls ihr irgendwie schöne Fragen beantwortet bekommen habt oder irgendwie ein bisschen mehr Einblick in die Kultur bekommen habt, dann ja, abonniert doch vielleicht den Kanal. Also ich werde weiterhin solche Videos machen, falls ihr das Thema interessiert. Warum nicht? Falls nicht, dann nicht. Auch okay. Falls ihr Themenvorschläge habt, dann kommentiert die wie immer gerne in den Kommentaren. Ich habe mir die anderen Themenvorschläge auch noch aufgeschrieben, also die Kommentare, die bisher gemacht wurden, und ich komme darauf zurück. Ich war jetzt immer viel krank und abwesend und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jetzt auch so viele zur Kamera-Red-Videos gemacht. Ich werde jetzt bald wieder raus in die Natur kommen, also ich habe es dringend nötig so ungefähr, und werde auch zusehen, dass ich das mache. Das heißt, die Videos werden in der Zukunft wieder ein bisschen optisch ansprechender. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich sicherlich nächstes Mal. Ich denke, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, was scheinbar dem Algorithmus hilft, den Kanal ein bisschen sichtbarer zu machen. Ja, okay, und man sieht sich nächstes Mal. Bye, bye.